Einen schönen Juden, meine Guten. Ja, die geheimnisvolle Zeitung. Was es damit auf sich hat, werden wir natürlich gleich klären. Aber zuvor gucken wir uns natürlich in den Tal rein. Das hat nämlich heute begonnen. So, Tom ist auch da. Abgegriffen. Jawohl. Und wir springen erstmal ins Tal rein. So, und da haben wir heute wieder Tiere fangen. Very nice. Das gibt wieder schön zum Abgreifen. Was gibt es erstmal als Deko? Hier so ein Tuk-Tuk-Stand. Finde ich relativ schön. Doch, den finde ich richtig gut. Das ist meine Deko, die gefällt mir wirklich gut. Die werde ich mir auch irgendwo hinstellen. Hier, der Greg guckt da so raus, so auf 7:30. Alles so. Ist gut, ist gut. Schön, 10 Diamanten gibt es noch mit dazu. 400 Tiere müssen wir fangen. Kein Problem, kein Problem. So, was kann man denn noch mal Schönes abgreifen? Was gibt's denn für mich hier? Variiert ja alles. Hat nicht jeder dasselbe, weil schon mal auch schon mal gefragt wurde. Nein, es ist immer levelabhängig und ja, oder serverabhängig. Jedenfalls hat nicht jeder dasselbe. Ungefähr immer ja das gleiche, aber so wie ich es habe, nicht. Und wir gucken rein hier. Ja, einmal Dokumentenrollen. Sehr schön. Dann bekommen wir nach 6 Tagen, nicht viel, nach 9 Tagen. Oh, da haben wir einmal ein Puzzleteil. Werden wir auch gleich nochmal holen hier. Puzzleteile, 5 Stück auf jeden Fall. So, dann haben wir hier eine Dokumentenrolle. Jawollo. Hier nochmal eine Dokumentenrolle. Okay. 3 Dokumentenrollen, ne? War da ein bisschen sparsam. Und 1 Puzzleteil, ne? Ah, so viel ist nicht. Ja, dann werden wir ein bisschen anderes Gedönsel nochmal holen. So, das ist das Tal. Kann ich hier was machen? Nee, habe ich ja schon fertig gemacht. Dauert noch eine Zeit. So, wir haben hier diese Meilensteine. Ich habe da mal kleine Shorts rausgehauen. Der ein oder andere hat es natürlich gesehen. Weil es lohnt sich nicht, da ein Video zu machen. Nur mal kurz gezeigt, dass wir diese Meilensteine kriegen. Wir haben hier auf jeden Fall hier diesen Schrein hier, diesen japanischen. Ich denke mal, soll das hier sein. Sehr schön, den gibt es noch dazu. Und dann gab es ja hier oben diese goldenen Kois, gab es ja auch dazu. Ihr guckt hier oben drauf, wo die Geld und Münzen drin ist. Da gibt es ja jeden Tag sowieso was. Einmal für oben und einmal mit Werbung gucken. Dann habt ihr hier die Angebote. Was gibt es denn? Schübepakete. Schübepakete haben wir hier. Für 2,50, ja, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Gibt es 3 Schübe und 50 Diamanten. Wer Diamanten braucht, der kann sich das gerne holen. Kann man machen. Oder hier für 6 Euro gibt es 3x5 Sterne Schübe und 130 Diamanten. Da haben wir noch Fischkacheln. Guck mal hier, guck mal an. Hier gibt es noch schöne Sachen. Für 5,99 130 Diamanten und bekommt hier 5 Fischkacheln, wobei die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Aber 5 Stück, da kann man nicht viel mit anfangen. Das muss mehr sein. 50, ja. 4. Mai. Da gibt es hier Raumfahrtzeug. 7,99 für 100 Diamanten. Und dann gibt es hier einmal so ein Raumfahrerhuhn. Dann gibt es hier gelandete Aliens. Und dann hier nochmal so eine Hasenrakete. Auch nicht schlecht. Also wer es mag, ich hätte es gern umsonst oder vielleicht in so einem globalen Ereignis gehabt. Aber gut, gibt es hier für 8 Euro zu kaufen. Dann haben wir hier die Blauregenbrücke. Oh, sehr schön, sehr schön. Aber 12 Euro. Ja, wobei sind ja natürlich 275 Diamanten und eine Deko natürlich dazu. Dann haben wir hier nochmal, was ist das denn hier, so ein Schweinepartybus? Auch nicht schlecht. Festival steht ja auch oben drüber. Festivalbus. Okay. Für 24 Euro. Ne? Natürlich. Ja, 570 Diamanten und einmal den Bus. Und dann gibt es hier nochmal Schübepakete. 12-mal. Aber auch 24 Euro. Ne? 12-mal 5-Sterne-Schübe. Das ist schon Brett. Und 570 Diamanten. Und davor habe ich vergessen hier, mit 12 Euro 275 Diamanten und 6x 5 Sterne. Okay. So, was haben wir dann hier noch? Sonderangebot für 4,99. Jawohl, 4, alles Fischereisterne hier. 4x
5 Sterne, 3x 5 Sterne und 3x 5 Sterne. Ja, wahrscheinlich Schübe, schneller und mehr Kilo und ach, was weiß ich. Dann haben wir hier Schnäppchen. Ja, eigentlich wollte ich mich gar nicht hier so lange aufhalten. Ich habe das aber noch gar nicht gesehen hier. Schnäppchen-Alarm. Was haben wir denn hier? Für 45 Diamanten haben wir Lasse, Merry Christmas und der Tommy. Wobei, das ist kein Schnäppchen. Das hatte ich ja schon ein paar Mal in Videos gesagt. Da könnt ihr auch so Diamanten ausgeben, also daher. So, und 136 Diamanten gibt es diesen Zaun, den werden sie nicht los. Fünfmal diesen Winterzaun, 6 Bolzen und 6 Bretter. Und dann zum Schluss haben wir für 232 Diamanten, alter Schwede, 2 Dokumentenrollen, 2 Landurkunden, 3 Landurkunden und 3 Begrenzungsfehler. Okay. Jeweils gesagt, guckt hier oben in diese Leiste rein. Da gibt es auf jeden Fall hier diese goldenen Käufische zum Sammeln. Und natürlich jetzt als vorletzten Meilenstein, meine ich jetzt zu sagen, haben wir diesen Schrein. Wir gucken hier mal in diesen Brief rein. Links oben. Und ja, genau, vorletzten. Und als nächstes sind 7 Millionen, wie ihr seht. Dann gibt es dann 4000 goldene Käufische hier oben. Und da gucken wir natürlich auch rein. So, das ist heute Morgen aufgefallen. Halt! Und zwar, die geheime Zeitung. Hatte ich ja am Anfang des Videos gesagt, was hat es damit auf sich? Und zwar, ich habe extra noch in meinen alten Videos, normalerweise gucke ich meine Videos selber nicht an, weil ich weiß ja, was ich erzählt habe. Und ja, da ist, heute ist das ja freigeschaltet. Und Moment, wo war es genau? Bis hierhin und weiter ging es nicht. Da ging es 5 Puzzleteile. Die holen wir uns natürlich auch gleich mal. Zacko! Und ja, dann war Schluss gewesen. Und hier, diese 2 Seiten sind mit dazugekommen. Und nun guckt euch das an. Da gibt es hier unten nochmal Dokumentenrollen. Da gibt es nochmal 2 Dokumentenrollen. Kükengutscheine hier ohne Ende. Allerdings hier 2 Dokumentenrollen und 2 Kükengutscheine je 60.000. Das ist natürlich ein Brett. Und da 2 Puzzleteile auch nochmal 40.000. Okay. Aber wir greifen von vornherein schon mal weg hier. 3 Dokumentenrollen. Ah. Einmal kommt es mit Willi, da hat das geholt, da haben wir die Puzzleteile, jawollo. Dann gucken wir aber rein, wie weit wir da schon sind. Und dann gucken wir nochmal rein, was wir hier nochmal so abgreifen können. Halt, hier habe ich auch ein Puzzleteil? Nee, die habe ich schon gekauft. Also Puzzleteile und Dokumentenrollen haben natürlich erstmal Vortritt. So, dann holen wir die hier ab und wir müssen natürlich hier LKWs machen ohne Ende. Damit wir das kriegen, damit wir vielleicht auch nochmal 4000 extra kriegen für den Meilenstein. Sehr nice. Da kommt Willi. Er ist nicht so der Schnellste wie immer. Aber das hat mich wirklich erschrocken. Eigentlich, ja, eigentlich auch eine Sauerei, weil ich habe mich so ein bisschen eingestellt. So und so viel brauchst du nur. Das passt. Und jetzt haben wir natürlich hier nochmal 160.000 und ach, da drüben auch nochmal 15.000, 30.000, ja, grob 200.000 nochmal extra mehr. Und das ist schon ein Brett. Das ist schon ein richtiges Brett, also da muss man schon anstrengen. Vor allen Dingen haben mich auch kleinere Levels schon mal angeschrieben, aber ja, wir haben dieselben Mist. Wir müssen genauso viel machen wie wir Großen. Ja, bei uns Großen ist das leichter, das stimmt. Das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, beim Kleinen ist das natürlich schwieriger, hier dran zu kommen. Wir können hier mehr abgrasen. Eigentlich ungerecht, sage ich mal so. Aber, ja, kann man nichts ändern. Aber könnte man vielleicht fürs nächste Mal ein bisschen berücksichtigen, dass das vielleicht levelmäßig nochmal so ein bisschen gemacht wird. So, da haben wir den nächsten LKW. So, wir wollen nochmal eins holen. Halt. Was gibt es denn nochmal zu uns? Plopp, da haben wir. Gekauft, 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 gekauft. Bei diesem Koi-Karpfenzaun hatte ich auch welche geholt, weil ich ja nicht wusste, ich war das alles so schön. Vielleicht nochmal 5. Ich finde den Zaun nebeneinander gar nicht mal so übelst. So, dann haben wir das gekauft. Was können wir denn nochmal Schönes kaufen? Auf jeden Fall hier nochmal ein Puzzleteil. Und können wir die Karte auch nicht kaufen? Oh, jetzt kommt alles hier mit Willi. Ah, einmal ging es so ins Inventar oben rein. Dann kam einmal Willi und alles ein bisschen gemischt. Und jetzt kommt nur noch Willi, ne? So, weil Dokumentenrollen brauche ich auch nicht mehr so viel, ne? Na halt, das ist doch frei. 3 Stück, dann kann ich das auch schon freischalten. Jawohl, 2 kommen ja jetzt noch. Fehlt noch eine, da können wir noch mal eine holen und dann können wir das auch freischalten. Ne? So, zack, ach nee, da hat ein Puzzleteil hat mir geholt. Ja, bam.
Das ist ein bisschen heavy. Das kann ich nicht. 2000 und. Ja, ja, Marmelade, aber das sind 2000 und. Das ist schon cool. So, und wieder rein. Das ist ein bisschen mühselig, wenn man schon alles so ein bisschen vorgesammelt hat. Weil ich mache das immer gerne so fürs Video. Dann haue ich das da einfach mal raus. 40.000 kriege ich hier nochmal eine Dokumentenrolle, ne? Ja, wir holen uns nochmal eine Dokumentenrolle. Dann bin ich auch schon ausgebrannt wieder. Dann muss ich wieder ein bisschen sammeln. Nochmal 7.000 drauf hier. Oder, ja, 5.000. Was ist es? Immer so ein bisschen gucken, was auch an größeren da ist und was sich lohnt. Manchmal haben wirklich kleine, gibt es kleine Mengen an Käufischen, die goldenen, und hat natürlich an Warenwert viel, viel mehr. Müsste man so ein bisschen ausselektieren. So, hier hatte ich jetzt natürlich nichts mehr, ne? Genau, da fehlen die drei, haben wir nicht voll. Aber wir gucken nochmal rein nach den Puzzleteilen. Was wir da so Schönes nochmal so relativ voll kriegen. Tong, 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 tong. Ja, das. Hier haben wir nochmal welche. Boah. Jawohl, das hat doch gebrettert. Ja, dann. Oh, jetzt hat sogar mal funktioniert. Sonst funktioniert das ja nie. Dann sind wir doch schon auf dem besten Wege, schon fast alles voll zu kriegen, ne? Gucke nochmal rein, ja. Ich sag ja immer wieder, die armen Schweine, die jetzt mit Heyday anfangen, sammeln hier ohne Ende. So, den haben wir hier, den Babypinguin haben wir schon fast fertig. Noch 8 Stück. Und dann hätten wir das nächste Pinguinküken, den Strauß, auch nicht mehr so viel. Und dann, also 2 offene, 3 insgesamt ungefähr. Wobei wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir hier nochmal einen so komplett fertig gehabt hätten. Aber ist egal, es ist das Ende naht. Und dann kommen die Straußenküken wahrscheinlich oder irgend sowas. Dann geht das Gesammel wieder los. So, da hat Willi noch was geholt. Eine Dokumentenrolle. So, den Rest können wir nicht mehr. Haben wir hier noch was irgendwas Schönes gekriegt? Kleine Sachen. Na komm, das lassen wir auch nochmal gelten und durchrüppeln. So. Jawohl, also holt euch hier, wie gesagt, hier oben rechts das ab. Guckt euch natürlich die Golden Coin nochmal an. Das Geheimnis der Zeitung. Wie ich schon sagte, da ist jetzt nochmal neu dazugekommen. Auch blöde. Hätte man natürlich von vornherein machen können oder ganz weglassen können. Gut, dann müssen wir jetzt noch durchsammeln. Und wir machen natürlich LKWs, um nochmal 4.000 extra zu kriegen. Wäre schön. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Viel Glück da draußen, schönes Leben wie immer. Euer Jens.